In diesem Versuch zeigen wir die Abstandsabhängigkeit der Coulomb-Kraft. Nach dem Coulomb-Gesetz nimmt die Kraft quadratisch mit dem Abstand ab. Hierzu werden im Anschluss zwei kleine Kugeln aufgeladen. Die Kraft auf die untere Kugel wird gemessen, während die obere Kugel fest eingespannt ist. Die Gewichtskraft der unteren Kugel wird durch das Gewicht auf einer Balkenwaage kompensiert. Treten zusätzliche Kräfte wie die Coulomb-Kraft auf, können diese durch das Spannen einer Feder ausgeglichen werden. Damit wir die Skala besser ablesen können, schauen wir uns im Folgenden die Versuchsanordnung im Schattenwurf an. Die beiden Kugeln befinden sich zunächst in einem Abstand von 10 cm. Beide Kugeln werden nun mit einer Hochspannung aufgeladen. Dadurch ergibt sich eine abstoßende Coulomb-Kraft, welche die untere Kugel nach unten drückt. Nun spannen wir die Feder, bis die untere Kugel wieder in ihrer ursprünglichen Position angelangt ist. Wir sehen, dass wir dazu ca. 170 Krafteinheiten benötigen. Nun verdoppeln wir den Abstand der beiden Kugeln auf 20 cm. Dadurch sollte sich die Coulomb-Kraft auf ein Viertel verringern. Wir kompensieren die Kraft wiederum, indem wir die Feder entlasten. Die ursprüngliche Position ist nun erreicht, wenn die Federkraft etwas mehr als 40 Krafteinheiten beträgt. Rechnerisch erwarten wir einen Wert von 42,5 Einheiten. Dies entspricht dem gemessenen Wert ziemlich gut. Somit haben wir die 1 durch r² Abhängigkeit der Coulomb-Kraft gezeigt.